Einen wunderschönen, kühlen Nachmittag, meine Freunde. Gerade haben wir perfekte Lichtverhältnisse, um dieses Video hier aufzunehmen. Ich wollte es tatsächlich schon vor einigen Monaten hier an dieser Stelle aufnehmen. Das ist in Geiselhardt, dem Nachbarort von Lachweiler. Lachweiler, erinnert ihr euch vielleicht, da war das letzte Spielplatzvideo. Und heute checken wir einen ganz neuen Spielplatz ab. Let's go! So, und erst geht es jetzt direkt los mit dieser Wand. Also Leute, das ist jetzt die dritte Attraktion. Davor war die Hängebrücke da hinten. Aber da kann man leider nichts sagen, während man rennt. Also, let's go! Und ab geht's zur nächsten Attraktion. Let's go! Nämlich dieser Schaukel hier. Und das ist eine Netzschaukel, die selbst so eine wie mich aushält. Hui! Hui! Let's go! Nichts chillen, arbeiten, scharfe Häusle bauen. Let's go! Power! It's about pride! It's about power! I'm staying home and counting the hours! Da wird einem auch tatsächlich leicht schlecht, wenn man es übertreibt. Fast so wie Karussell fahren. Und ungefähr sowas Ähnliches machen wir jetzt gleich. Let's go! Also Leute, neues Video, neue Methode euch abzuzocken, neuer Sponsor. Nämlich, es geht um niemand Geringeres als Quintus Quelle. Ein Wunderwasser, was müden Kriegern wieder neue Lebenskraft einhaucht. Ihr könnt mit diesem Wasser genau das werden, was ich auch bin. Ich trinke das Ganze hier schon seit einem Jahr und ich merke, wie es alles an mir verändert. Ich bin einfach muskulöser geworden, habe mehr Ausdauer beim Rennen, bei jeglicher Sportart und es erfrischt einfach. Quintus Quelle für euch. Weiter geht's jetzt mit etwas, was mit eher weniger Action verbunden ist, diese Kriechröhre. Let's go! Heyo! Wunderschön. Weiter zur nächsten Attraktion. Nämlich diesem wunderschönen Pony, Pferd, Esel, was auch immer der Geier ist. Let's go! Wow, jedes kleine Kind erinnert sich noch, früher auf so etwas geritten zu sein. Und ich erinnere mich, das getan zu haben, eigentlich vor nicht allzu langer Zeit. Könnte das vielleicht daran liegen, dass ich etwas zurückgeblieben bin? Oder einfach nur, dass ich verspielt bin. Also ganz ehrlich, ich finde das gerade super angenehm, hier zu sitzen einfach, mit euch zu reden, fast runter zu fliegen von dem Teil. Aber es läuft deutlich besser als das letzte Mal. Erstaunlich. Aber irgendwie auch beängstigend. Vielleicht sollte ich zur nächsten Sache. Los geht's. Und jetzt, last but not least, die Rutsche. Und ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ich rutsche einfach runter. Autsch! Ah, vielleicht nicht ganz so schmerzlos. Eieiei. Heute ist genug gemacht.
Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Schaukeln soll man nicht gaukeln. An Kletterwänden soll man nicht mit Sprühdosen schänden, sondern klettern. Vorausgesetzt, man kann's. Leitern sollen einen leiten. Wow! Welch Weisheit! Und Stangen? Keine Ahnung, Leute. Dazu fällt mir doch kein Reim ein. Bin ich hier etwa Goethe, dass ihr mich für alles fragt?